Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Ich weiß gar nicht, was wir heute machen, ob wir einfach so ein bisschen durch die Welt uns begeben und einfach ein paar Gegner töten. Und ein paar Runen sammeln. Sag mal, die sind ja nicht so schwierig hier, die kleinen Gegner, ne? Mit denen kriege ich es ja auch aufgenommen. Aber mein Problem ist halt, es werden immer noch meine Runen dort in der Richtung hin angezeigt. Das muss ja dann irgendwo... Ja, das war irgendwo ja, hier hinten an so einer Schlucht, ne? Ach ja. Ist okay. Ich würde vielleicht lieber das Gebiet hier noch ein bisschen erkunden. Mal sehen, was das ist. Also genau entgegengesetzt jetzt. Also in die Richtung. Wir gucken einfach mal, würde ich sagen, oder? Ich könnte natürlich auch meine Waffen verbessern. Das geht auf jeden Fall auch irgendwie. Oh, wir haben schon eine goldene Rune bekommen. Da ist ein Wildschwein. Ich weiß gar nicht, warum wir denn eigentlich in der Gegend schon. Wir waren doch gar nicht in der Gegend hier, ne? Da ist schon wieder so ein komischer Skarabäus hier, oder was das ist. Warum? Warum, bitteschön, trinke ich da jetzt was? Hallo? Der ist einfach verschwunden. Na, großartig. Da unten habe ich irgendwo so einen fetten Riesen gesehen. Da. Gegen den möchte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Ne, das sind... Das sind Standardgegner, ne? Zumindest hier in Elden Ring, aber... Ach, ich weiß nicht. Ob wir die wirklich halt auch besiegen können. Das reite ich schon wieder komplett in eine andere Richtung, ne? Hm. Ich muss ja in die Richtung, aber da komme ich ja nicht. Da komme ich ja nirgendwo hoch. Wer weiß, was mich hier am Strand erwartet. Wie gesagt, außer der große Gegner und die Krabben. Oh, dritte Kirche von Marika. Hier ist auf jeden Fall ein... Oh, hier gibt es einiges einzusammeln. Was ist das denn hier? Flasche der wundersamen Arznei. Kristalltränen findet ihr am Fluss niederer Erdenbäumen und an anderen Orten des Zwischenlandes. An Orten der Gnade könnt ihr zwei Kristalltränen an die Flasche der wundersamen Arznei mischen. So lassen sich Elixiere herstellen, deren Effekt ihr selbst bestimmt. Okay. Mhm. Flasche der wundersamen Medizin oder Arznei. Heilige Träne. Oh, mit einer heiligen Träne kann ich meine Tränke, glaube ich, verbessern. Da können wir ja mal schauen. Stufenaufzug nicht. Flaschen. Flaschen verstärken. Ja. Die Menge mit euren Flaschen wurde... Oh, sehr schön. Arzneimischung kann ich hier machen. Über dieses Menü könnt ihr zwei Kristalltränen in der Flasche der wundersamen Arznei mischen. Okay. Ich habe aber nichts weiter... Eine habe ich. Truhe sortieren, Kriegssachen mit Melina sprechen. Das geht auch. Okay, wir sprechen mal mit Melina. Mal sehen, was die zu sagen hat. Spoken echoes linger here. Words of Queen Marika, who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Na klar, teile das mit uns. Very well. In Marikas own words. My lord, and thy warriors,
I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar, where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Okay, alles klar. Zauber lernen. Nee, ich möchte eigentlich keinen Zauber lernen. Ich möchte eigentlich aufstehen. Ja, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich da zu dem riesengroßen Riesen möchte. Ich kann es ja mal probieren. Was habe ich denn? 980 Runen. Vielleicht kriege ich den ja platt. Boah. Hey. Okay. 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 Oh Gott, okay, aber der ist bald tot. Okay, okay, okay. Ach du Scheiße. Komm schon, schlag doch noch einmal zu, meine Güte. Puh. Okay. Aber das Problem ist ja, der taucht wieder auf, ne, weil das kein Bossgegner ist. Der taucht halt wieder auf. Aber okay. So, wo gehen wir denn hin? Ich müsste eigentlich nach rechts, da ist ein Dorf und dann komme ich da hinten rum. Aber ich komme halt nicht hier drüber. Oder komme ich hier vorne nach oben? Ne, da komme ich nicht nach. Is anybody there? Someone who might be interested in rescuing the great Kenfight. Das ist schon noch dieser hässliche Baum, der mit mir spricht. Die Frage ist es. Welcher ist es? Und kommen die Gegner? Hallo? Ach du Scheiße. Meine Güte. Okay, erstmal schnell was trinken. Überreste plündern. Ja, ja, ich höre dich ja. Okay, der ist platt. Okay, meine Flaschen sind wieder aufgefüllt, das ist sehr schön. Tja, welcher Baum ist das, der hier mit mir spricht? Wie gesagt, es gibt, glaube ich, einen Charakter, der... Glühstein, bist du das vielleicht? Hier war ich ja halt schon an der Stelle. Aber ich kann ja mit dir nichts machen, ja. Boah.
someone who might be interested in rescuing the great Ken Fight. Was in die Richtung? Die Richtung und dann nach links, okay. Ja, wenn du mir sagen würdest, wo du bist, könnte ich dir helfen. Aber du sagst mir ja nicht, wer du bist. Da ist nochmal dieses komische Vieh. Okay, sehr gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Moment. Ja, jetzt gehe ich da runter. Aber da komme ich ja nicht weiter. Ich muss ja eigentlich dort drüben nach oben. Okay. Einmal nach unten gefallen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Und hier geht's nach oben. Sehr schön. Hier kann ich sogar mit meinem Pferdchen springen. Bleib hier. Toll, einfach verschwunden. Okay. Okay. Das war ein großer Sprung. Hallo Wolf. Aha, okay. Jetzt kommen wir in das Gebiet, wo wir nur noch nicht waren. Aber hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube doch, dass wir hier noch nicht waren. Mann, ich drücke immer verkehrte Tasten hier. Okay, da ist noch eine Höhle. Haben wir eine goldene Rune wieder? Oh, ich hab ziemlich viel Runen. Ich darf nicht unbedingt. Oh nee, nicht nochmal gegen so ein. Ah, nicht nochmal gegen so einen Dicken hier. Nee, gut, ich habe genug Flaschen vielleicht. Die würden mir sogar. Würden mir sogar vielleicht reichen. Ach, viel cooler wäre es, wenn ich erstmal irgendwo eine Gnade finden würde zum Rasten. Okay, hier darf ich nicht mit meinem Pferdchen hin. Was bist du denn? Na klar. Ich bin tot und habe meine ganzen Runen verloren. Toll. Ich bin gestorben. Ja, ja. Okay. Damit muss ich ja dann wohl oder übel leben. Aber ich muss dann auch ganz schnell weg hier. Okay. Wo sind denn jetzt meine Ruhen? Die sind dort drüben. Okay, ich muss hier hoch. Ich muss die auf jeden Fall wiederfinden. Oh. Heilige Klinge. So, jetzt hier nach oben. Dann an dem Dicken nochmal vorbei. Der sich hier einen Berg runterrollt.
Er erwischt mich natürlich. Der erwischt mich natürlich. So, wo sind jetzt meine Ruhen? Die sind dort vorne. Die würde ich mir gerne wiederholen. Und dann gehe ich mal ganz schnell hier rein. Schwelende Kirche. So, jetzt erstmal das... Hallo? Ach du Scheiße, das kann ich nicht mal. Ich kann nicht mal in der Gnade rasten. Bevor ich das Vieh nicht... lass mich in Ruhe. Jetzt verfolgt er mich die ganze Zeit, oder? Ach, jetzt ist der auch noch da. Gibt's da nicht. Also wie jetzt? Komme ich nicht mehr hier raus? Oh, nee. Ey, das gibt's doch nicht. Es dürften zumindest meine Runen nicht mehr dort drinnen liegen. Jetzt müsste ich die normalerweise leichter bekommen. Ich hoffe doch mal, dass ich sie noch alle kriege. Also die Kirche ist mir echt suspekt, ey. Boah. So, und wie kann ich dem Dicken jetzt ausweichen? Überhaupt nicht, oder? Den kann ich doch echt nicht ausweichen. Aber da sind zumindest meine Runen, die ich mir jetzt wiederhole. Und dann gehe ich zu der Kirche nicht wieder. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Verfolgt er mich noch? Nö. Ja, kann ich keine Karte aufmachen? Warum kann ich hier keine Karte aufmachen? Oder geht das auf dem Pferd nicht? Todwasserdorf. Okay, wer bist du dort vorne? Hm, Todwasserdorf. Alles klar. Wenn ich da jetzt aber durchreite... Bin mir nicht so sicher, ob ich mit dir... Tiber Seefahrer. Okay, ich lass dich. Das ist ein Boss. Ach, hier ist eine Gnade. Sehr schön. An Gnade rasten, dann wird das auf jeden Fall erstmal resettet. Nee, am Ort der Gnade rasten möchte ich und nicht hier. So, hallo? Ich möchte mal schauen, ob ich einen Stufenaufstieg kriegen kann mit meinen Runen, die ich habe hier. Und das reicht noch nicht. Moment, ich habe doch aber, glaube ich... Ein paar im Inventar.
Das könnte theoretisch gesehen reichen, wenn ich Glück habe. 57, nee, ich muss noch. Muss noch in ein paar sammeln noch. Tja. Die Frage ist, ist hier irgendjemanden, den ich. Also, Schildkröte, musst du dran glauben. Vielleicht sollte ich ja wirklich meine 850, das reicht immer noch nicht. Hm, da sind auch ein paar Gegner. Hoff doch mal, die sind nicht zu schwer. Totwasserdorf, ja. Ach du was bist du denn für einer? Weg mit dir. Ah, der steht wieder auf. Die stehen alle wieder auf. Okay, ich gehe weg. Das ist mir zu gefährlich hier. Ich habe meine Runen, die ich wollte. Zumindest damit ich einen Stufenaufstieg kriege. Da unten. So, schnell mal rasten. So, die Frage ist Kraft. Da wäre meine LP erhöht. Kondition, Ausdauer und maximale Ausgeschwindigkeit, Kondition, Stärke, Geschick. Ich werde mal Kondition erhöhen. Ach, trink doch nicht die. Trink doch nicht die hässlichen Flaschen. Ach, jetzt muss ich ja noch mal rasten. Oder es passiert was. Nee, es passiert nicht. Zeit vertreiben, nee. So, dann können wir ja weitergehen. Ich müsste vielleicht auch zu der. Wirklich mal wieder zurück zu der Kirche, dass ich sage, ich verbessere wirklich meine Waffen mal. Jetzt reite ich hier lang. Jetzt irgendwo einen Punkt gesetzt hier. Okay, hier ist ein Friedhof. Wer bist du denn da unten? Bist du ein Gegner? There's no mistake, is there? Death has left its mark once again. Ah, a tarnished are you. I'm known as D. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death. And worse yet, it is home to a mariner. If you value den Seefahrer habe ich schon kennengelernt. Okay. The village here has been touched by death. Turn back. What? The village here turn back. Okay. Dann gehen wir halt über den Friedhof zurück. Da ist noch ein Lagerfeuer. Da ist aber keiner. Doch, da ist jemand. Wahrscheinlich nur ein Händler. Oh, dear. You might, I'm terribly sorry. Are you here as a customer? Was kann ich denn kaufen? Ja, ich habe sowieso keine Runen. Okay. Runenfragment verkaufe ich nicht. Magiefett kann ich vielleicht auch noch gebrauchen. Glühstein gibt ja nur 10. Was ist das? Krummfingermedizin? Ne, die behalte ich mal. Die goldene Rune behalte ich, glaube ich, auch lieber.
Schmetterling. Komisches Gras hier. Okay. Bären habe ich ja Haufen, ne? Da kann ich ein bisschen was verkaufen. Keine Ahnung, ob mir das gefällt. Was haben wir denn da schon oder für einen Kollegen? Okay, alles gut. Okay. Du bist relativ langsam, ne? Okay. Bist du jetzt tot? Jetzt bist du tot. Okay. Mhm. Oh, hier ist auch nochmal ein Ort der Gnade. Sturmhügel. Mhm. Ja, wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Gnade mit. Damit wir die gefunden haben. Aber Sturmhügel, ist das nicht da? Das ist der Weg zum Schloss hier hoch, ne? Uiuiui. Okay. Bin mir aber nicht so sicher, ob ich da schon hin will. Wo steckst du denn fest? Ja, irgendwo. Bist du schon im Busch oder was hier? Ja, was denn? Hm. Okay, wir reiten mal hier hoch. Mal sehen. Okay, einmal quer hier durch. Okay. Hier ist schon eine Gnade hier vorne. Sehr gut. Da kann ich ja dann auf jeden Fall erstmal rasten. Damit ich hier einen Speicherpunkt habe. Und da ist auch ein Ritter drin. Hütte des Kriegsmeisters. Mhm. Mhm. Ja, dann frag mich mal was. Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Mein Glaube ist unerschütterlich, ich bin mir nicht sicher. Honest to a fault, I see. Such thoughts won't behoove you as a tarnished. But there's nothing wrong with that. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on to a good tarnished like you. Okay, Talente lernen, reden. Was kann ich denn hier lernen für Talente? Beharren. Wirbelhieb. Parade ist natürlich vielleicht cool. Schnellschritt. Okay, das kann ich, glaube ich, dann auf meine Waffen packen oder so. Alles gut. Ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen umsehen hier. Oh.
Oh Gott, ich bin noch gestorben. Eieieiei, der war aber heftig. Okay, den möchte ich aber gerne nochmal probieren. Zumindest nachdem ich meine Runen eingesammelt habe. Ja, alles gut. So, die habe ich schon mal. Die Frage ist, ich will ja auch noch nicht Richtung Schloss gehen eigentlich. Ist mir eigentlich noch ein bisschen zu gefährlich. Hier sind nur diese hässlichen Steine. Oh, dort vorne gibt es noch einen Schmiedestein. Ich müsste vielleicht wirklich mal meine Waffen verbessern. Oh, und hier ist die goldene Saat. Da gibt es auf jeden Fall eine weitere Flasche. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier nach oben gehe... Genau, dort oben ist der fette Riese. Das ist vor dem Tor. Okay. Leiche plündern, hässliches Fleisch bekommen. Hier oben habe ich doch schon gesehen, dass dort wieder eine neue Gnade ist, oder? Da kann ich mir auf jeden Fall noch eine Flasche holen. Goldene Rune, wie komme ich da zu dir hoch? Oh, wer bist du denn da drinne? Steinschwertschlüssel. Also ich raste auf jeden Fall erstmal hier. Und dann würde ich sagen, im nächsten Part reden wir mit der Guten dort drüben. Da sitzt nämlich eine drinne. Ich werde jetzt hier nochmal rasten. Stufenaufstieg klappt sowieso nicht, denke ich mal. Da fehlt mir einiges. Okay, alles klar. Gut. Dann war es das für diese Folge, Elden Ring. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen was erreicht wieder. Ich brauche aber auf jeden Fall noch mehr Ausdauer, mehr Kondition und mehr Lebensenergie. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.